Immer ein bisschen lustig sein, immer ein bisschen beten, dann war's unser Herrgott schon, wie wir's gern hätten. Die Ohola, da, oh, genau. Wir sollten frohlocken. Hä? Ja, gefreien sollten wir uns. Du meinst doch nicht unseren drohenden Hochzeitstag. Sei nicht blöd. Endlich lernen unsere Kinder, was sie im Leben wirklich brauchen können. Ich weiß, du bist überanstrengt. Bleib ganz ruhig. Die Schule von unseren Kindern veranstaltet ein Börsenspiel unter Anleitung einer großen Bank und unter Mithilfe einer Tageszeitung. DKT haben wir als Kinder auch schon gehabt. Aber das ist jetzt echt ein großes Ding. Die Kinder kaufen echte Aktien an einer echten Börse. Mit meinem echten Geld. Knausrig und verzagt, das warst du schon immer. Ich resümiere also. Unsere Kinder sollen sich zurechtfinden lernen in der Welt der Börse. Naja, da müssen wir ihnen schleunigst weiße Hemden besorgen. Und richtig brüllen müssen sie auch wieder lernen. Das ist eben zeitgemäßer Wirtschaftskundeunterricht. Eine tägliche Turnstunde war mir lieber. Denk doch an den volkswirtschaftlichen Nutzen von so einem Unterrichtsgegenstand. Je mehr Börsianer ausgebildet werden, desto mehr Finanztransaktionssteuer fließt in das Budget. Weil die ja geradezu gebettelt haben um die Steuer, damit sie endlich wieder mal das Budget sanieren können. Apropos Staatshaushalt. Die Sanierung müsste man radikal angehen, nicht mit so einer lächerlichen Steuer. Ah, gibt's leichter unlächerliche Steuern? Mit Steuerreform brauchen wir gleich gar nicht anfangen. Erinnern wir uns an die große Maggie Thatcher. Die wird uns heute aus dem Schlamassel ziehen. Hab mal schon angefragt? Die Rezepte liegen auf dem Tisch. Erstens, zum Teufel mit dem Staat, wo wir nicht brauchen können. Und wo brauchen wir denn schon? Also zweitens, runterfahren mit den öffentlichen Ausgaben bis knapp in den Keller, bis knapp vor den Keller. Und das ergibt drittens, der freie Markt regelt alles, der Tüchtigere setzt sich durch. Und das heißt, Marktfreiheit macht Gewerkschaften überflüssig. Kannst du mir folgen? Ja, das war alles kinderleicht. Na also? Ja, kannst du mir es vorsichtshalber vielleicht doch noch einmal schrittweise, schau zum Beispiel das mit dem Staat zurückziehen. Das ist doch privatisieren. Wie du manchmal mitdenken kannst. Ja, aber jetzt ist eh schon so viel privatisiert. Post, Telekom. Buwok. Eben, ist eh alles grennt wie geschmiert. Aber es liegt immer noch so viel zum Privatisieren umeinander. Der große Wurf, der steht noch aus. Zum Beispiel? Atme. Ja und? Ja, und jetzt bedenk einmal, dass du dir die Luft, die du konsumierst, eigentlich erst verdienen musst. Und, hast du sie dir verdient? Darüber habe ich eigentlich noch nicht so wirklich nachgedacht. Solltest du aber, wenn du über moderne Wirtschaft diskutieren willst. Vor allem die Frage musst du dir stellen, wem gehört denn die Luft überhaupt? Das ist wiederum kinderleicht. Uns alle natürlich. Uns alle. Dafür gibt es einen wohlklingenden Sammelnamen. Bevölkerung. Nein, Menschheit. Plunzen, ich mein doch nicht die Luft von den Neger und die Schlitz sagen, na, unsere österreichische Luft. Also. Österreichische Menschheit. Ach, du nervst. Ich meine den Staat. Der österreichische Staat ist Eigentümer der österreichischen Luft, also was damit tun? Nur ein- und ausatmen und zwischendurch halt so irgendwie verwenden.
Ich meine vom wirtschaftlichen Standpunkt aus. Der österreichische Staat ist Eigentümer der österreichischen Luft und muss dieses Lufteigentum zu Kapital machen. Auch die Luft gehört privatisiert. Wer soll die schon kaufen? Ich persönlich wäre da sehr vorsichtig. Wer weiß, was so eine Luft schon alles hinter sich hat? Ein findiger Player müsste man sein. Man könnte die Luft am freien Luftmarkt zum Beispiel vorübergehend verknappen. Oder nur die Sauerstoffteilchen auf den Markt werfen und die Stickstoffteilchen hingegen vorübergehend zurückhalten. Hör auf, sonst bleibt mir die Luft weg. Du drückst dich ökonomisch reichlich unkorrekt aus. Also Gott sei Dank ist der Markt dereguliert und für den freien Luftmarkt hast es nichts anderes, dass du mit einer Redimensionierung des täglich frei verfügbaren Kontingents an Luft spekulierst. Ich also auf meinen eigenen Erstickungstod wett? Ist das jetzt korrekt? Du bist doch noch lernfähig, mein Honigbärchen. Da braucht man aber dann wirklich keine Gewerkschaften mehr. Allerdings eine flächendeckende Ausstattung mit palliativmedizinischen Einrichtungen. Gute Idee. Wenn die nur nicht vom Staat betrieben sind. Eine Marktnische, genial. So los hat sie alles wieder sanieren. Es muss nur der politische Wille dazu da sein. Und erste Anzeichen gibt's ja bereits. Endlich kandidiert wieder einer, der das eh immer alles schon gepredigt hat, der auch über die nötigen sauer verdienten Milliarden verfügt und auch bereit ist, sie in die Politik und in die Null-Lohn-Runden geplagten Politiker zu pumpen, der den aufrechten Konservativen und Neoliberalen in diesem Land ein gesichertes Heim bieten kann und der in Wahrheit die Luft transparent macht. Warte mal, ich verspüre ein dringendes Bedürfnis. Du weißt eh, wo... Ich möchte die Koalition mit dir aufkündigen. Aha, das fällt dir jetzt ein, so kurz vor unserem Hochzeitstag? Wir haben ja viel zu lang geschwiegen und zugeschaut und alles geduldet, in mir eingefressen. Immer diese verdammten Kompromisse. Aha, man zeigt Seele. Nein, wie du das willst. In mir ist jedenfalls... das Klassenbewusstsein wieder wacht. Ich habe es wieder entdeckt. Wo war es denn verlegt? Zwischen kleinformatigen Zeitungsblättern? Machen wir uns nichts vor. Du gehörst genauso der Mittelschicht an wie ich. Da sind wir gut aufgehoben. Alle kämpfen für uns. Mittelschicht? Ich kann das Wort Mittelschicht schon immer hören. Alle drängen in die Mittelschicht. Die vom unteren Rand her, weil sie sich schamen, dass sie sich zu ihrer Armut bekennen. Und die von oben her erst recht. Weil sie so genau wissen, dass sie zur Hauptklientel der politischen Parteien werden und damit ihre Privilegien nicht hergeben müssen. Oho, du verkennst wirklich die... Was hast du verkennst? Jetzt horch mal du einmal zu. Bevor es mit mir weiterredst, jetzt tu ich einmal gescheit rasieren. Was war mit meinem Bart los? Wer ist denn schuld an der Finanz- und Wirtschaftskrise? Doch nicht du, leider nicht du. Ich auch nicht und die schon gar nicht. Und wer soll es wieder herholen und zahlen für das Ganze? Du und die da. Ja, aber sonst ist ja keiner da. Was heißt das? Du, pass auf jetzt. Wer sitzt denn überhaupt der Mittelschicht? Wer hockt denn da? Das sind doch die, die privatisieren, spekulieren, Boni kassieren, gratifizieren, korrumpieren. Was Neues? Ist eh schon genug, ja? Diese Oberübermittelschicht, diese Unsichtbaren, diese Drahtzieher, die ständig ihr Vermögen auf geheimnisvolle Weise vermehren, währenddem wir ununterbrochen mit Reallohnverlusten leben müssen, die gar nicht mehr wissen, dass ihr Vermögen von Werktätigen geschaffen worden ist oder ihnen durch einen glücklichen Todesfall in den trauernden Schoß gefallen ist. Die schon längst die Übersicht über ihr Firmenimperium verloren haben und die ihr Hirnschmalz nur dafür verwenden. Schrei mich nicht an! Ihr Hirnschmalz verwenden sie. Hast du das gehört? Dafür, dass sie sich die Namen von ihren Briefkastenfirmen merken.
Die sind im Zweifel übrigens immer dort, wo es die niedrigsten Steuersätze gibt, eine Eselsbrücke. Wander halt aus. Liechtenstein, Kanalinseln, Russland. Ich möchte es hier erledigt wissen. Schließlich kann man sie ja internationalisieren. Man sollte das Ja der unschuldigen Verlierer ausrufen. Jetzt pass einmal auf. Sag mir einen ernsthaften Grund, warum man diese Supergestupften nicht extra und besonders zur Finanzierung der Gesellschaft heranziehen sollen. Und zwar gerade wegen ihrem Reichtum. Diese Gesellschaft ist ihnen ja gut genug, dass sie sich von ihr hegen und pflegen lassen. Und diese Gesellschaft ihnen erst ermöglicht, dass sie sich den Reichtum anhäufen und ständig vermehren. Zur Rettung der Banken und damit auch der Finanzen dieser Supergestopften, da hat die Gesellschaft gar nicht schnell genug einspringen können. So kenne ich die ja gar nicht. Das klingt ja nach Revolution. Du, ich warne dich. Die Spitzen der Innenministerin sind überall. Innenministerin. Apropos. Herr mit dem Zaster, Herr mit den Millionen, Herr mit der Marie. Ja, Frau Innenministerin, das ist sie, die Reichensteuer. Du Neid, der Butler, du mit deinen garstigen Reden vertreibst uns am Ende die Reichen noch. Na also, merke dir, geht's den Reichen gut, geht's uns allen gut. Und wer das Geld hat, der macht die Regeln und Hand aufs Herz, die Regeln sind doch gut. Die Regeln des Marktes, die Macht des Geldes. Na, es bleibt dabei, ich kann und will mit dir nicht mehr. Was bist denn du schon ohne mich, du Wurm? Ich werde das versuchen, was ich neben dir schon fast verlernt habe. Du und neu beginnen. Ich bin gerührt und geschüttelt. Einmal wieder sozialdemokratisch sein. Unverschämt wie immer. Aber bitte. Da müssen wir duschen spülen.